Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Ducati in Lübeck und holen die neue Ducati V4 Street Fighter S ab. Da planen wir jetzt einen großen Umbau zu machen. Neues Design, Carbonteile, Frästeile, CNC Racing, Ducker Bike, Foliendesign, ein bisschen Car Wrapping mit dabei. Das Beste ist, wir nehmen euch mit. Ihr dürft mit an entscheiden, was wir da ranbauen. Deswegen machen wir Umfragen, Gewinnspiele und Designvorschläge. Viel Spaß dabei. Nun sind wir da. Das ist die Ducati Street Fighter V4S. Neben mir steht Johann. Moin. Sie hat zwei Räder, Gaskupplung, Bremse und ist roh. Aber was sie noch kann, sagt uns jetzt Johann. So, Christoph, erstmal vorab, schön, dass du hier bist bei uns, um dein neues Fahrzeug abzuholen. Wir wollten euch nochmal ein bisschen was zum Fahrzeug erklären und zeigen. Es handelt sich um den neuen Ducati Street Fighter V4S, die S-Variante. Ganz kurz einmal angehaucht, einmal ein elektronisches Fahrwerk vorne und hinten von Öhlins. Und die Schmiederäder von Magnesium, die einfach ein bisschen leichter sind. Wir machen einmal die Zündung an. Das Fahrzeug hat einen kurzen Radstand, wofür es auch einfach für den Track-Bereich geeignet ist. Das Fahrzeug hat Winglets verbaut, gerade für Topspeed pendelt sie sich einfach nicht auf. Wir haben drei verschiedene Fahrmodis, wodurch sie auch wirklich harmonisch ist zu fahren und tourentauglich. Da sind wir. Wir haben ein aufgeräumtes Dashboard, wir haben unten links kleine Menüanzeigen, hier kommen wir auch in die Einstellungen, wir haben das Drehzahlband, wir haben eine große Ganganzeige vor Ort, unten rechts in der Ecke sehen wir noch die verschiedenen Elektronikeinheiten, die das Fahrzeug hat, wie zum Beispiel die Traktionskontrolle, wenn wir einen weitergehen, ist das die Ducati Anti-Wheelie-Kontrolle, wir haben das Slide-Control, wir haben EBC, Motorbremse vom Fahrzeug. Wir können an dem Fahrzeug alles einstellen, was man sich vorstellen kann. Wenn wir auf Mode Enter einmal lange drauf drücken, öffnen sich die verschiedenen Fahrmodis, die das Fahrzeug hat, die wir zur Verfügung haben. Die sind von Ducati vorprogrammiert, einmal um kurz einen Überblick zu bekommen. Street-Modus, Sport-Modus und den Race-Modus. Wir schalten einmal um. Sind dieses Dashboard auch ein bisschen angepasst aus. Die Farben haben sich geändert. Der ganze Überblick ist gleich. Oben rechts haben wir noch die Uhrzeiten. Daher ist alles sehr aufgeräumt. Now it's R.I.P. because it's over and you're dead to me. You just a memory that I can't break, but I can't shake the ghost that she left behind here. But now it's R.I.P. because it's over and you're dead to me. You just a memory that I can't break, but I can't shake the ghost that she left behind here. Nun sind wir bei uns im Lager. Was benötigt man für einen geilen Umbau? Eine Menge Teile. Let's go shopping! Shopping!